Hey Freunde, nach so einer langen Zeit ohne richtige Konzerte dachte ich, wäre es an der Zeit, euch vielleicht mal ein paar Sachen zu erzählen und vor allen Dingen auch ein paar Fragen zu beantworten. Eine ganz, ganz wichtige Frage, die wir so häufig gehört haben in den letzten Monaten. Und zwar ist diese Frage: Wie geht es euch? Ich muss da kurz ausholen. Ich bin so ein Typ, wenn ich die Frage bekomme, wie geht es dir, dann versuche ich immer irgendwie um eine Antwort herum zu navigieren. Einerseits, weil ich das sehr häufig als bloße Höflichkeitsfloskel empfinde, die keiner ernsthaften Antwort bedarf. Wenn ich dann aber merke, die Frage ist ernst gemeint, passiert bei mir sofort Folgendes, dass ich denke, ich bin überhaupt nicht in der Position, sagen zu dürfen, es geht mir nicht gut, falls das mal der Fall ist. Weil ich habe das schon ganz, ganz häufig gesagt. Allein der Grund, dass ich hier sitze und jetzt darüber rede und Menschen habe, die mir dabei jetzt gerade im Internet sitzend zuhören, nimmt mir meines Empfindens irgendwie das Recht, mich über irgendwas zu beschweren. Über den Job, den ich habe, über das Land, in dem ich lebe, über diese ganzen kleinen Alltagsprobleme, die ich immer gerne als Luxusprobleme bezeichne. Deshalb fällt es mir total schwer. Und das ist häufig dann auch einfach damit der erste Moment, wo ich jemanden anlüge, weil ich eigentlich immer sage, mir geht's gut. Ich mache das bei sehr engen Freunden natürlich nicht, wenn die mich fragen, wie es mir geht, dann und mir geht's nicht so gut, dann sage ich das. Warum ich darüber jetzt sprechen möchte, ist einfach, weil ich heute mir mal erdreisten möchte, aus meiner Sicht und vor allen Dingen auch aus unserer Sicht als Band, einmal zu vergessen, für diesen einen Moment hier, dass es Millionen, Milliarden Menschen auf der Welt gibt, denen es verdammt nochmal viel, viel, viel schlechter geht als uns. Und ich nach wie vor denke, wir haben eigentlich überhaupt kein Recht, uns zu beschweren. Aber ihr habt uns gefragt, wie es uns geht mit dieser Situation. Und ich möchte jetzt aus dieser, wie man so schön sagt, ganz eigenen Blase, in der wir uns befinden und in der ich mich befinde, da einfach mal frei heraus sprechen und mir für einen Moment erlauben, das Leid der Welt dabei zu vergessen und dabei uns als Band einfach mal in den Mittelpunkt zu stellen. Wir sind jetzt dabei, mit 13 Monaten ohne richtige Konzerte das Lebenselixier eines Musikers, unabhängig von Nahrung, Sauerstoff, Geld, Liebe, Dinge, die man eben irgendwie braucht zum Leben und zum Überleben. Aber das ist das Wichtigste. Natürlich, es ist schön, Platten aufzunehmen. Es ist schön, Livestreams zu machen. Es ist schön, Fragestunden für euch zu machen auf Social Media. Es ist schön, diese Videos aufzunehmen, wie dieses hier zum Beispiel. Es ist auch schön, sein Instrument zu üben. Es ist schön, Merch zu verkaufen. Aber die Essenz dessen, was wir tun als Musiker, ist natürlich Live-Musik. Denn ich habe mir weder ausgesucht, Baumwollverkäufer zu sein oder Merch-Designer oder Videoregisseur oder Internet-Vlogger, YouTuber, sondern ich bin Musiker. Und ja, das ist hart. Und ich glaube, ich spreche für alle meine Kollegen in so vielen Bands, so viele Freunde aus anderen Bands und ganz, ganz viele auf der ganzen Welt, denen das genauso geht. Und trotzdem muss ich euch sagen, ihr müsst euch um uns keine großen Sorgen machen. Es gibt Momente, da ist es richtig, richtig scheiße
Und es gibt auch Momente, da haben wir Existenzängste. Aber häufig kommt die Frage von euch eben aus dem Grund, weil ihr euch Sorgen macht um uns als Band und ihr euch vielleicht auch Sorgen macht aus ganz egoistischen Gründen, dass ihr vielleicht eure Lieblingsband irgendwann nicht mehr habt. Bis jetzt müsst ihr euch da keine Sorgen machen. Wenn ich es mal zusammenfassen darf, geht es uns mit der Situation okay. Denn es gibt Sachen, die nach wie vor gut sind, und es gibt natürlich Sachen, die richtig scheiße sind. Scheiße ist natürlich allen voran, dass wir nicht live spielen können, dürfen, aus nachvollziehbaren Gründen. Versteht mich nicht falsch, ich bin fernab davon, irgendwelchen Verschwörungsmythen anzuhängen, und ich bin auch fernab davon, mir zu erdreisten, dass ich, also mir rauszunehmen, besser zu wissen, wie man ein Land regiert, als die Politiker es tun. Alle denken immer, sie können es besser. Ich bin mit vielen natürlich nicht zufrieden. Ich bin über vieles frustriert. Und ich finde auch viele Sachen ganz, ganz, ganz schwierig. Allein das ganze Impfmissmanagement, was stattfindet. Trotzdem, wer bin ich zu sagen, ey, mach das doch mal so. Ist doch viel einfacher. Wenn ich das so viel besser könnte, dann wäre ich jetzt ja wahrscheinlich Politiker und nicht Musiker. Zurück zu dem, wie es uns geht. Ich möchte euch kurz mal ein paar Sachen aufzählen, die für uns super scheiße sind, und auch ein paar Sachen aufzählen, die gut sind und die uns zusammenhalten und die uns Hoffnung geben. Und damit möchte ich auch euch da draußen natürlich Hoffnung geben. Und vielleicht könnt ihr ein paar dieser Worte auch projizieren und reflektieren auf eure Tätigkeiten. Was natürlich richtig, richtig, richtig scheiße ist, ist Folgendes. Du bekommst einen Anruf von deinem Booking, von deinem Booking-Agenten, und der sagt dir, Iron Maiden möchten euch gerne mit auf Tour nehmen. Und du hast dich so im Leben gefreut, wie wahrscheinlich noch nie, über ein Konzert oder ein Tourangebot. Und dann fällt das alles ins Wasser und wird aufs nächste Jahr verschoben. Und jetzt soll es diesen Sommer stattfinden, und wir wissen alle, was gerade passiert. Ich habe keine definitive Aussage dazu, aber natürlich, wir alle wissen, auch diesen Sommer wird es super riskant mit dem, was stattfinden darf und was nicht. Und glücklicherweise haben uns Iron Maiden auf dieses Jahr mit verschoben, und ich kann nur darauf hoffen, dass das weiterhin passiert. Denn das sind Dinge, die reißen einem den Boden unter den Füßen weg. Das nächste. Du planst ein Album, eine dazugehörige Tour, ein Gesamtkonzept auf CD und auch live. Und du weißt, okay, das Ganze wird leider dann erstmal vielleicht nur auf CD oder als Stream funktionieren müssen. Und unsere Klassik-Tour, Tour mit Orchester, verschoben. Gothic meets Classic, ein Konzert mit einem Symphonieorchester, verschoben. Es passieren so viele Sachen, die dieses Frustlevel so steigen lassen, mal ganz abgesehen von den ausgefallenen Gagen. Überlegt euch doch einfach mal, was braucht ihr im Monat zum Leben? Nehmt das mal fünf, wir sind fünf Jungs, und jetzt packt nochmal unsere Crew mit drauf und fragt euch mal, wo soll denn das herkommen? Da fällt einfach mal so ein ganzer Festivalsommer weg. Und damit auch ein ganz großer Teil eines Jahresgehalts. So. Und das ist natürlich einfach hammerfrustrierend. Da muss man die Kraft nehmen, irgendwie zu hoffen. Und die einzige Methode, die ich für mich gefunden habe, so frustrierend die klingen mag, ist, mich nicht mehr auf Dinge zu freuen. Wenn ich jetzt höre, ey, das Konzert wurde dann verschoben und dann klappt das und bla bla bla, dann denke ich mir, okay, nächste Woche ist wieder alles anders. Ey, ich kann Ostern mit meiner Familie feiern. Ey, kann ich doch nicht. Eine Woche später. Das heißt, ich bin gerade in so einem komischen Standby-Mindset, dass ich denke, okay, und wenn jetzt posthum Michael Jackson anruft und mir eine Tour anbietet, dann freue ich mich nicht mehr, sondern ich warte ab, bis ich tatsächlich beim Soundcheck auf der Bühne stehe. Und weiß, das Konzert findet jetzt heute Abend statt. Und somit kommen wir zu den Sachen,
die es richtig hart machen, das ist das Durchhalten. Und da müssen wir alle irgendwie eigene Methoden entwickeln. Und das, was uns ganz stark macht, zum Glück, und damit komme ich zu den guten Sachen, das ist zum einen euer Zuspruch, eure Treue, eure Unterstützung, nicht zuletzt durch das Kaufen von Baumwolle, dass wir im Moment halt mehr Baumwollhändler sind als Musiker. Danke für eure Unterstützung, für den Merch, den ihr kauft. Und es ist vor allen Dingen auch unsere Stabilität innerhalb der Band. Wir sind nicht nur eine Band und eine Firma, wir sind Freunde. Wir sind richtig dicke Freunde. Und unabhängig von dem, was Freundschaften ausmachen, dass wir uns zuhören, dass wir uns versuchen zu helfen, dass wir uns aus Tiefpunkten, aus diesen Löchern auch wieder rausziehen, ist auch die Stabilität der Firma bei uns insofern wichtig, dass wir eine Band sind, die alles 100%ig innerhalb unserer GmbH durch 5 teilt. Das heißt, es bleibt nicht einer auf der Strecke, weil er einfach nur der Live-Musiker ist, der jetzt mit uns aber einfach 13 Monate und wer weiß wie viele Monate und Jahre noch nicht spielen kann. Und ich sehe viele Kollegen in anderen Bands, da reißt es die Band momentan oder in Zukunft moralisch auseinander. Weil 1, 2, 3 Leute, die die Firma sind, sich dumm und dämlich verdienen an den Sachen, die man eben gerade verkaufen kann. Und auch an den Fördergeldern, die vielleicht irgendwelchen Firmen zustehen. Und die Anhängsel dieser Band auf der Strecke bleiben. Und da haben wir das große Glück, dass wir auch hier ein stabiles Konstrukt sind. Es ist unser Gewinn, es ist unser Risiko, es ist unser Leid. Wir alle hängen da zu gleichen Teilen drin. Und das, auch das hält uns moralisch über Wasser. Weil es keine Bandmitglieder zweiter Klasse gibt. Und das Weitere, das habt ihr auch schon erlebt, wir haben großen Spaß daran gefunden, sind die Livestreams. Wir haben jetzt 2 solche Streams gemacht. Einen zu unserer Swan Songs Release und einen als Dirty New Year, als Jahresanfangsstream. Wir machen jetzt einen 3. In der Jahresmitte ziemlich genau. Ihr wisst, es kommt ein neues Album, das dort ein glasklarer Zusammenhang bestehen kann, sollte wahrscheinlich jedem klar sein. Und ich freue mich darauf und kann euch aber auch hier nur eindringlich bitten, auch das ist Teil dessen, wir machen das nicht nur aus Spaß. Wir brauchen das tatsächlich. Ja? Wir brauchen wirklich diese Streams. Wir sind darauf angewiesen, weil sie ersetzen zumindest zu einem Teil das, was wir in unserem Beruf mit Konzerten, die nicht stattfinden, verlieren. Deshalb, wenn ihr hier noch hadert und überlegt, seid bitte so lieb, verzichtet auf den einen Amazon-Einkauf von irgendwelchem Bullshit, den man gerade nicht braucht, und schaut euch diesen Stream an. Holt euch ein Ticket, den Link findet ihr hier unten. Genauso mit den anderen Bands, die ihr mögt. Unterstützt eure Lieblingsbands. Wenn ihr ein neues T-Shirt braucht, dann kauft euch doch nicht einfach ein T-Shirt, wo Adidas draufsteht, sondern kauft euch ein T-Shirt von der Unzucht zum Beispiel. Oder von euren anderen Lieblingsbands. So. Die sind teilweise sogar billiger als der Scheiß, wo Adidas draufsteht. Wenn ihr Unterhaltung braucht und ihr seid in der Lage, euch monatlich Disney Plus oder Amazon Prime oder Netflix zu leisten, überlegt euch, ob ihr euch vielleicht auch einen Stream von einer eurer Lieblingsbands leisten könnt. Und so finden wir alle verschiedene Wege. Ich hoffe, ihr findet euren. So, ich sehe es nämlich bei vielen anderen Kollegen und Freunden, was passiert. Auch engste Freunde zum Teil. Die einen werden komplett wahnsinnig, die anderen denken, die Erde ist eine Scheibe, die anderen finden Gott. Die anderen werden hardcore bösartig und machen einen auf Wendler und Hildmann und was weiß ich. Die anderen werden vernünftig, besonnen. Die anderen werden kreativ und suchen nach Lösungen. Gerade die ganz jungen, neuen Bands, die gerade es geschafft haben, irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen und jetzt vor dem Nichts stehen und unfassbar kreativ sind mit Twitch und allem, was es dort gibt. Es freut mich,
dass tatsächlich auch daraus, was irgendwie aus dieser Corona-Kultur, nennen wir es mal so, auch positive Dinge in Form von Kreativität hervorgegangen sind. Macht was draus. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder live bei Konzerten, bei Meet and Greets oder zufällig auf der Straße.